Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OrgaTV heute am 16. November. Live vom Universitätscampus Saarbrücken um 18.18 Uhr. Ja, eigentlich wäre heute Feiertag, Buß- und Bettag, aber wurde ja leider abgeschafft 1994. Und zu unserem Pech müssen wir jetzt trotzdem hier sitzen und für euch das Programm machen. Ja. Gibt aber Schlimmeres, denn wir haben spannende Themen wie jede Woche. Genau. Heute nur zwei Beiträge, aber der eine Beitrag dafür ausführlich, weil es ein super spannendes Thema war. Und zwar war ich letzte Woche im Secret von der Business On, wurde ein Speed Networking veranstaltet. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Einige Kontakte geknüpft und Leute kennengelernt. Richtig. Ja, und des Weiteren haben wir im Rahmen unserer Hochschulgruppentests die MTP, bei der wir waren. Wir haben dort gefragt, was die so machen und ja. Also dranbleiben lohnt sich. Also, auf jeden Fall. Viele von euch kennen bestimmt das Secret in der Mainzer Straße. Ist eine coole Location für schickere Partys. Auch hauptsächlich Hausmusik. Ja, hauslastig. Also der Dennis Reinhardt veranstaltet das. Und letzte Woche war da von der Business On und von... Von Online-Stammtisch, genau die beiden. Wurde ein Speed-Networking veranstaltet. Genau, und dabei geht es darum... Es wurden 100 Führungs- und Fachkräfte eingeladen aus der Region Saarlouis-Lux. Ja, meist mittelständische Unternehmen, genau. Die haben sich dort getroffen, um halt über Ideen und neue Konzepte zu sprechen. Und im Rahmen eines Speed-Networking, das läuft ähnlich ab wie das Speed-Dating, also Personen sitzen sich gegenüber, etwa 2 Minuten, und reden dann über neue Ideen und Konzepte. Und das ist, glaube ich, ganz interessant, um vor allen Dingen Kontakte zu knüpfen. Ja, der Abend ging auch relativ lange und danach war noch anschließend eine Party, war auch super spannend und vor allem auch lustig. Das kann ich mir vorstellen. Mit viel Natürlich habe ich mir für OrgaTV wieder die Nächte um die Ohren geschlagen. Donnerstag davor schon. Ja, ganz, ganz schrecklich. Nee, von dieser Seite ist ja nochmal gesagt, herzliches Dankeschön auch an den Herrn Baron, der dieses Speed-Networking super veranstaltet hat. Ich denke, es ist nicht das letzte Event dieser Art, was in Saarbrücken stattgefunden hat. Also gemeint, wenn es erfolgreich ist, dann wird es Und ich denke, es war erfolgreich. In München, Stuttgart und ich glaube auch in Zürich hat sich sowas auch schon etabliert. Also in größeren deutschen Städten ist das gang und gäbe, sowas auch von der Business On veranstaltet. Ja. Insofern, aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal unseren ersten Beitrag an. Also wir haben das in zwei Teile gesplittet. Diesen Beitrag über die Business On und das Speed Networking, denn der ist sehr lange, geht insgesamt 15 Minuten und wir wollen euch ja nicht langweilen. Also das haben wir jetzt in zwei Teile. Den ersten, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo bei OrgaTV, wir haben euch heute etwas ganz Besonderes rausgesucht. Wir sind hier bei der Kontaktbörse im Secret Saarbrücken, von Herrn Baron veranstaltet, der auch Herausgeber der Business On ist. Die Business On ist ein Wirtschaftsmagazin für den Großraum Saarlouis-Lux. Genau, und hier findet heute Speed Networking statt. Das heißt, es werden eine schnelle Verbindung geknüpft mit über 100 einflussreichen Unternehmen im Saarland und Luxemburg und Frankreich. Und wir schauen uns heute Abend für euch um. Viel Spaß! So, jetzt sind wir im Secret. Und wie man sieht, der Saal füllt sich mit wichtigen Leuten und die Stimmung ist auch gut. Also wird ein schöner Abend. So, guten Abend. Bei mir ist jetzt der Herr Baron und der ist Herausgeber der Business On für den Teil Saarlouis-Lux. Und was genau das ist, stellt er uns jetzt mal vor. Ja, Business On ist ein Wirtschaftsportal. Das heißt, wir berichten über die Unternehmen in der Region. Und also anders jetzt zum Beispiel Handelsblatt, Financial Times oder so, das kennt man ja entsprechend, die mehr über die großen Börsen und Wirtschaftsthemen berichten. Wir sind bei den Mittelständlern vor Ort. Business On gibt es in 20 Regionen in Deutschland. Etwa 110 Mitarbeiter, die in verschiedenen Teams, in Redaktionen arbeiten. Und und wir sind im Bereich Saarlouis-Lux. Das ist ja der Raum Trier, Saarland, Pfalz und Lothringen. Hört sich durchaus interessant an. Kommen wir zu dem Event heute Abend. Das ist dieses Speed Networking. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Ja, also wir kennen ja alle die Netzwerke Xing, Facebook, Twitter und so weiter. Und das direkte Kennenlernen, das Treffen vor Ort oder einfach mal, das ersetzt das Internet nicht. Das heißt, wir haben viele, die in Xing sich kennen, aber sich noch nie gesehen haben. Ja. Und die sehen sich hier zum ersten Mal.
Und wir wollen natürlich gerade, die Region hört ja nicht an der Saarlandes-Landesgrenzen auf, sondern wir wollen natürlich die Kontakte ausbauen. Das heißt, dass der Luxemburger mit dem Saarbrücker und der Trierer mit dem Kaiserslautener ins Gespräch kommt. Und das ist der Sinn vom Online-Stammtisch, Netzwerken und sich kennenlernen. Okay, also definitiv auch was Gutes, gerade weil Mittelständler zurzeit eine kleine Fachkräftekrise haben, weil viele Studenten und viele Kommilitonen auch, von mir ist es eher immer bei größeren, also zieht es immer zu größeren Unternehmen, die Mittelständler brechen ein bisschen weg und hier gibt es durchaus interessante Unternehmen. Ja, wie sind Sie jetzt zu diesen Kontakten gekommen? Also haben Sie da eine Liste oder haben Sie einfach das im Internet publiziert und haben Sie Antworten darauf gekriegt? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns da für Partner ins Boot genommen, wo wir wussten, die haben schon Netzwerke, wo wir wissen, wenn die ihre Netzwerke schon nutzen, dann wird das schon relativ publik. Also wir haben uns erstmal auf diese ganz klassischen Kontakte verlassen, die jemand hat. Also wir haben ja als Partner Friends Event, eine Veranstaltungsfirma, Big FM, die auch sehr viele Kontakte haben, den Knut Meierfels, Andreas Fuhrmeister, aber auch hier Dennis Reinhardt, der die Location hat. Ja, genau. Und, aber dann haben wir natürlich auch ganz viel natürlich selber angerufen und unser Newsletter, unsere Kontakte, die wir alle haben, auch in Xing. Ich habe viele Leute persönlich in Xing angeschrieben, weil mit diesem großen Verteiler funktioniert das nicht. Also man muss die Leute wirklich erklären, wie das halt ist. Also selektive Distribution quasi. So ungefähr. Für die, ja, für genau. die für Hochschul- die Zuschauer, genau. BWLer so ungefähr, ja, genau. Ja, und wie man sieht, ein voller Erfolg. Vielleicht noch einen kleinen Tipp, den Sie unseren Hochschulabsolventen mit auf den Weg geben können. Machen wir einfach mal generell die Situation, ich suche einen Job oder gehe von der Uni weg und möchte jetzt einfach, möchte ich unbedingt in diesen Job oder in diese Firma halt rein. Da denke ich mir mal, ist die Noten sind eigentlich fast schon egal. Natürlich ist das eine Selektion, aber das Auftreten ist wichtig. Ich glaube, dass die Leidenschaft und einfach, dass man eine Idee hat. Viele wissen ja, haben ja gar keine, sagen sie, bewerben sich da, wissen aber weder genau über das Unternehmen was. Ihnen ist es letztendlich egal. Und dieses Streuen ist meines Erachtens immer der Fehler. Wenn man sagt, okay, was will ich wirklich? Wo will ich wirklich arbeiten? Nur eine Firma raussuchen und da so viel wie möglich vielleicht auch mal in die Kantine mittags essen gehen, die Leute kennenlernen, Kontakte haben. Das war ein sehr, sehr hilfreicher Tipp, definitiv. Und auch ein sehr interessantes Interview. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich, dass wir von OrgaTV an Ort und Stelle sein durften. So, der Startschuss für das Speed Networking ist jetzt gefallen. Die Vertreter der verschiedenen Unternehmen haben 3 Minuten Zeit, sich vorzustellen und neue Kontakte zu knüpfen. Und das sieht man jetzt hier. Hallo, hier ist jetzt die Frau Hedda Frenzle-Kerstner. Welchen Zielen sind Sie denn hierher gekommen? Ja, ich bin mittelständische Unternehmerin. Ich habe die Firma HFK Consulting. Ich berate Start-up-Unternehmen und auch Mittelständler, kleine Mittelständler, KMU, wie man das nennt. Bin ursprünglich aus der Automobilindustrie und bin jetzt neu hier im Saarland, seit einem Jahr tätig, habe vorher in Hessen und in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Und ist diese Veranstaltung quasi genau das Richtige für Sie, um jetzt mal erste Kontakte zu knüpfen und Leute kennenzulernen, oder? Es geht um Kontakte, aber es geht auch darum zu sehen, was Ihr Club, Online-Club da bietet und was für Interessen Sie verfolgen. Wie sind Sie denn darauf aufmerksam geworden? Durch das Internet. Ich interessiere mich für alles, was damit zu tun hat. Können Sie einen Tipp für Studienabsolventen mitgeben, was denn wichtig ist für nach dem Studium? Auf was achten Sie besonders bei der Einstellung? Bei der Einstellung achten wir darauf, dass Leute sehr kreativ sind, ihren eigenen Willen haben, ja, nicht nur gute Studienabschlüsse haben, aber das ist wahrscheinlich nur im Mittelstand. Der Mittelstand hat es ja sehr schwer, gut ausgebildete Absolventen zu bekommen, bietet aber auch sehr viele Chancen für Studierende. Da haben Sie recht. Das macht mir auf jeden Fall Mut, dass nicht nur die Noten zählen. Eine sehr gute Einstellung. Wir bedanken uns recht herzlich für das Interview. Dankeschön. So, da sind wir wieder. Zu dem Event gibt es natürlich auch eine tolle Bildergalerie bei business-on.de, weil da waren auch Fotografen
medial vertreten. Die haben auch schöne Bilder gemacht. Ja, und man hat ja auch ganz gut in dem Video gesehen, wie dieses Speed-Networking funktioniert hat. Also sich wirklich immer zwei Personen gegenüber gesessen haben, sich dann unterhalten haben. Und was wir auch gesehen haben in einem Interview, ja, dass es eigentlich gar nicht so auf die Noten ankommt während dem Studium, sondern vielmehr um Kreativität und den Charakter. Genau, also viele Führungspersonen sind sich auch einig oder auch Personalmanager, dass halt nicht nur die Sachen, die mit der Note festzumachen sind, zählen, sondern eben auch Zusatzreferenzen, sei es ein Job neben dem Studium oder eben auch eine Mitgliedschaft bei zum Beispiel MTP, bei einer Hochschulgruppe, genau. Genau, wir waren ja, haben MTP besucht, das ist die Abkürzung für Marketing zwischen Theorie und Praxis. Das ist eine Hochschulgruppe, ja, die überregional tätig ist, hat insgesamt etwa 2600 Mitglieder, verteilt auf 17 Universitäten und 30 Städte. Und ja, also das sind vor allen Dingen, ja, das ist ein hoher Frauenanteil natürlich. Marketing ist ja immer so ein, eher so ein Frauending, ohne jetzt Vorurteile aufbauen zu wollen. Genau. Ja, und die veranstalten halt regelmäßig Aktionen, auch hier an der Uni. Also zum Beispiel zuletzt haben sie so ein Oktoberfest nachgespielt, da haben sie Bier ausgeschenkt vom Audimax oder hatten mit Starbucks so ein Event, da haben sie Kaffee verteilt, kostenlos. Genau. Also es ist auf jeden Fall ganz lehrreich, vor allem weil es halt auch die trockene Praxis, trockene Theorie ein bisschen praxisnah gestaltet. Genau. Ja, und auch Professor Scholz und Professorin Fabio Klein sind in dieser Hochschulgruppe aktiv. Dann sind nicht nur Studenten dort, sondern auch Professoren. Und, ja. Ja, ich glaube 60 Förderprofessoren gibt es. Ja. Okay. Und es gibt auch Unternehmen, die ganz eng mit MTP zusammenarbeiten. Also wenn man da mal einen Fuß in der Tür hat, ist das auch immer ganz hilfreich. Außerdem, sie veröffentlichen regelmäßig das sogenannte MTP Mehrwert. Das ist ein Magazin, in dem es auch rund um Marketing geht und Marketing-Themen. Ja, und am 10.12. haben wir hier eine Veranstaltung, und zwar in Frankfurt, der sogenannte Digital Marketing Congress. Ja, da wird auch alles Mögliche über Marketing vermittelt. Ja, und jedes Semester gibt es auch noch einen Schnupperkurs, der ist zu Beginn des Semesters, also dieses Semester leider schon vorbei, aber für das kommende Sommersemester kann man sich schon mal vormerken. Da kann man sich das Ganze mal anschauen in so einem zweistündigen Lehrgang und dann sieht man, ob das zu einem passt oder eher nicht. Genau, ja. Wenn nicht, bleibt ja auch immer noch die Börseninitiative, die wir letzte Woche vorgestellt haben. Oder diverse andere Hochschulgruppen, die dann in der nächsten Zeit drankommen. Genau, die könnt ihr auch, wenn ihr eine komplette Liste wollt von allen Hochschulgruppen, auf der Seite der Universität des Saarlandes, findet ihr eine Zusammenfassung aller dieser Hochschulgruppen. Ja, wir werden aber noch einige im Rahmen unserer Sendung vorstellen. Und jetzt stellen wir MTP mal genauer vor und schauen uns den Film an. Viel Spaß! Liebe Zuschauer, heute präsentieren wir euch einen Verein, von dem der eine oder andere von euch bestimmt schon mal was gehört hat. Marketing zwischen Theorie und Praxis, gekürzt MTP. Wir haben heute hier zu Gast Anastasia und Tabea. Anastasia und Tabea sind Erst- und Zweitvorsitzende von MTP. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, ich bin Anastasia, ich studiere im 9. Semester BWL noch auf Diplom und ich finde es ganz toll, dass wir heute hier sein dürfen und uns und MTP kurz vorstellen dürfen. Ja, und ich bin Tabea, ich studiere jetzt im 3. Semester Master, auch BWL, und vielleicht kennt ihr uns beide schon von unserer letzten Akquiseaktion im Dirndl und in Lederhose, wie wir hier über den Campus gehuscht sind. Dankeschön. So, was ist MTP überhaupt? Was macht ihr und wie seid ihr zustande gekommen? Ja, also MTP ist eine Studenteninitiative. Sie wurde von Studenten 1981 hier in Saarbrücken gegründet. Mittlerweile gibt es sie deutschlandweit in 17 Geschäftsstellen. Und an sich sind wir dazu da, diesen ganzen trockenen Vorlesungsstoff, den man halt an der Uni lernt, so ein bisschen in die Praxis umzusetzen. Das heißt, wir organisieren Events, wir führen Projekte durch, haben Vorträge, machen Brainstorm-Runden und so weiter. Und ja, wer da Lust hat, kann sich natürlich einfach engagieren. Wer kann bei MTP eintreten und wie läuft die Anmeldung bei euch? So, prinzipiell kann natürlich jeder kommen, also auch nicht nur BWLer sollen sich jetzt angesprochen fühlen. Einfach jeder, der Lust hat, sich ein bisschen außerhalb von der Uni zu engagieren, eigene Projekte durchzuführen, Events zu organisieren. Man lernt halt ganz viel, einfach auch fürs Leben. Und dann am besten einfach jeden Dienstag haben wir ein Plenum hier auf dem Campus. 18.30 Uhr jeden Dienstag im Gebäude B22, Raum 2.23, einfach reinschnuppern.
sich es selbst mal anschauen und wenn ihr Lust habt, was zu machen, einfach da bleiben. Und zum Wahlgang, wir haben immer am Ende vom Semester eine Wahl, da kann man sich als Mitglied wählen lassen und es ist jetzt auch gar nichts Großes, einfach nur kurz sich vorstellen, was man bei MTP machen möchte oder wieso man überhaupt zu MTP gekommen ist. Könnt ihr mir vielleicht erzählen, welche Veranstaltungen demnächst stattfinden? Ja, wir haben jetzt ganz aktuell planen wir bei uns in der Geschäftsstelle eine Cannes-Rolle zu machen. Das ist so ein Werbefilmfestival. Das Ganze soll im Januar stattfinden. Außerdem haben wir im Dezember einen Workshop mit PricewaterhouseCoopers, wo natürlich jeder gern teilnehmen kann. Und wir organisieren auch jedes Semester eine Blutspende hier auf dem Campus. Und wir haben auch generell immer Trainings bei MTP, entweder MTP intern, das heißt, wir haben unsere eigenen Trainer, oder eben von unserem regionalen Förderer MLP, wo jetzt auch am 16., 19. und 23. Trainings sind, die teilweise auch gar nichts kosten. Außerdem haben wir dieses Jahr auch noch national gesehen in Frankfurt am Main einen Digital Marketing Kongress, wo wir euch auch ganz herzlich zu einladen, das ist am 10.12. Da geht es um digitales Marketing, Facebook, Social Media und als Referenten werden da zum Beispiel Google oder Groupon sein. Dankeschön. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, was ist mit diesem Affen, den wir ab und zu mal am Campus sehen? Ja, das fragen sich viele. Wir wollten einfach einen Spielkumpan zu eurem Panda finden. Nein, er war einfach Bestandteil von mehreren Akquiseaktionen von uns auf dem Campus, damit wir einfach mehr Aufmerksamkeit erregen können. Und anscheinend hat es ja geklappt, weil du dich so gut erinnern kannst daran. Und ja, ihr werdet ihn auch bestimmt noch mal bald wiedersehen. Oh, darauf freue ich mich schon. So, liebe Zuschauer, wir bedanken uns sehr bei Anastasia und Tabea und für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, einfach mal diese Webseite besuchen und euch informieren lassen. Dankeschön! Herr Alex, bist du denn auch in einer Hochschulgruppe? Ja, natürlich, ich bin in diesem Affenkostüm. Ja, genau. Nee, mit dem nee. Frauenanteil. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Nee, Spaß beiseite, ich habe leider keine Zeit für sowas, ich arbeite ja noch nebenbei. Und bin bei Orca TV zuständig, deswegen bleibt da nichts. Bist du denn da? Nee, auch nicht. Auch aber nicht. Wir haben überlegt, eigentlich Börseninitiative und MTP, die würden ja eigentlich ganz gut zusammenpassen, so von der Geschlechterverteilung. Also die Fahrten, wenn die beiden zusammen wären, das wäre bestimmt ganz lustig. Ja, also die Frauenquote bei MTP und die... Sollten wir über eine Fusionierung nachdenken. Ja, auf jeden Fall. Ja, wieder zurück zum Thema. Wir haben ja noch den zweiten Beitrag von unserem Speed Networking. Ach gut, jetzt sind wir vom Speed Dating sozusagen. Zum Speed Networking. Ja. Guter Übergang. Perfekt, wunderbar. Nee, Spaß beiseite. Ja, wir haben ja noch den Beitrag, den zweiten Teil. Und schon später jetzt am Abend sind wir ein bisschen fortgeschritten. Genau, und, ich glaube nach einigen Tribal. Wird auf jeden Fall immer amüsanter. Aber muss auch sagen, also die Leute haben uns da sehr herzlich empfangen und waren auch alle sehr offen gegenüber Orga TV, was ich wirklich toll finde und ja, auch uns gefreut hat. Weil einige haben sogar uns gekannt, die auch hier an der Uni waren und von Orga TV genau, gehört die hatten. Es war sogar eine dabei, die hat auch mal Orga TV persönlich selbst gemacht. Richtig, ja. Also der Scholz auch ihre Diplomarbeit geschrieben hat. Insofern, ja gut, okay. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt uns den zweiten Teil unseres Speed-Networking-Beitrags an. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß. So, hier habe ich jetzt bei mir den. Ja, mein Name ist Oliver Kremers. Ich bin Vorstand und Gründer von der UPEC Aktiengesellschaft. Okay. Wahrscheinlich kann sich Gemeinheit wie ich sich jetzt kein Bild darunter machen. Was genau ist das denn? Ja, UPEC ist ein Projekt. Wir vermarkten über eine Videoplattform Lerninhalte, Weiterbildungsinhalte, Know-how, also Wissensmanagement. Und da geht es darum, Wissen, was in Deutschland da ist und was in der Welt da ist, festzuhalten auf Videotutorials, also sogenannten Webfilmen, die bereitzustellen und der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Okay, das ist eine sehr innovative Idee eigentlich, wie ich finde, weil bei YouTube zum Beispiel gibt es auch einige davon, allerdings ist die Qualität davon nicht immer so besonders. Also wägen Sie vorher ab, was gut ist und was nicht geeignet ist. Ja, also wir haben auf der einen Seite arbeiten wir mit Bloggern zusammen, die aus der Szene kommen und die Qualität aus sich aus der Community quasi messen. Und natürlich jetzt zu Beginn legen wir sehr viel Wert auf die Qualität, weil wir müssen uns unterscheiden einfach von YouTube. Da haben Sie recht. Seit wann ist das denn schon online, das Konzept? Mhm. Also gegründet wurde die Gesellschaft 2010, seitdem sind wir eine Aktiengesellschaft, haben investiert und die Plattform aufgebaut. Online sind wir seit Mai diesen Jahres. Okay, das hört sich sehr interessant an. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit, die Sie uns gegeben haben.
und wünsche noch weiterhin einen schönen Abend. Dankeschön. Gerne. So, hallo, hier ist die Moniré bei mir, die macht Folgendes. Ja, hallo, mein Name ist Moniré Bengtsen, ich bin Projektmanagerin bei der UPEC AG und kümmere mich um das operative Geschäft. Du hast ja auch das Speed Networking genutzt, war es für dich erfolgreich? Ja, also ich fand das super, ich habe bisher noch nie an so einem Speed Networking teilgenommen und die Idee ist einfach klasse, dass man innerhalb von ein paar Sekunden einfach mal ganz kurz sein Unternehmen vorstellen kann und direkt irgendwie Synergien oder sowas ausfindig machen kann. Also ich fand es super. Also du hast auf jeden Fall auch interessante Kontakte kennengelernt und hattest auch Spaß dabei, oder? Ja, es war recht witzig. Also der Zeitdruck war ganz gut, weil man dann einfach unter Strom stand und schnell auf den Punkt kommen musste. Gut war auch, dass man einfach mal Visitenkarten ausgetauscht hat. Ihr von UPEC AG seid ihr auch studentenfreundlich, also absolventenfreundlich. Stellt ihr viele Absolventen ein? Oder ist das eher jetzt was, wo ihr sagt, eher mit ein paar Jahren Berufserfahrung, mit Interneterfahrung und so weiter? Also wir mit unserer Plattform wenden uns ja auch an die Gesellschaft, also an die Community und sind natürlich auch immer auf der Suche nach Studenten oder ich sag jetzt mal Coworkern mit dem Thema Crowdsourcing. Das heißt, wir gucken einfach, was ist in der Community los, wer kann uns da unterstützen, wer hat Know-how und so weiter. Okay, alles klar. Da du auch von der Universität des Saarlandes bist, vielleicht ein Tipp an die Studenten der UDS? Was dich auf die jetzige Bahn gebracht hat? Irgendwas, was dir besonders hilfreich war, eine besondere Qualifikation? Nee, ich denke, letztendlich zählt nur Engagement und gucken, dass man die Sache einfach erfolgreich hinter sich bringt. Alles klar. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön. Bei OrgaTV kriegt man sogar noch vom Chef persönlich die Getränke gemixt. Wie bereitet man eigentlich den perfekten Tryberg zu? Glas voll mit Eis. 5 Zähler Dryberg und dann mit Sprite auffüllen. Das war's schon. Alles klar, dankeschön. Hallo, bei mir ist der Dennis, das ist der Gründer des Secrets und auch Gründer des Drybergs, das Modegetränk, was zurzeit in Saarbrücken an aller Munde ist. Dein Erfolgsgeheimnis? Vom Secret oder von Dryberg? Von beidem. Also dein persönlicher Werdegang, möchte ich einfach mal wissen. Oh, ich weiß nicht, ich habe immer das gemacht, wo ich Lust drauf hatte. Ja, und stehe halt dahinter und identifiziere mich mit allem, was ich tue. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das Erfolgsgeheimnis. Du hast auch einen Ausbildungsbetrieb jetzt quasi hier, oder? Ich habe mit meiner Agentur einen Ausbildungsbetrieb und auch hier, das Secret ist ein Ausbildungsbetrieb. Wir bilden Veranstaltungskaufleute aus. Ja. Wie bist du zu dem Event heute gekommen? Also wurdest du da angefragt oder hast du dich darum beworben? Na, das ist so ein bisschen so entstanden, weil der Sascha Baron von Dreiland Medien, der auch Business On macht, wir arbeiten ein bisschen zusammen, also ich mit meiner Agentur und er. Und da haben sie einen Veranstaltungsort gesucht für den ersten Online-Stammtisch hier in Saarlux. Und klar, da ich halt den Laden hier auch mache, hat sich das so ein bisschen ergeben daraus. Halt, ja. Ich finde also auch von der schickeren Location hier passt das eigentlich super in den Rahmen. Und bedanke mich für den tollen Abend und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. So, die Veranstaltung neigt sich dem Ende zu. Die Party wird immer mehr eingeleitet. Hier habe ich jetzt bei mir die Frau Lisa Raber, Chargée de Recrutement au Champ Luxembourg. Okay, also ich konnte mir darunter nichts vorstellen, ihr wahrscheinlich euch auch nicht. Daher stellt sich es jetzt mal kurz vor. Also was ist das genau? Auchan ist eine Lebensmittelkette mit französischem Ursprung, ist in 12 europäischen Ländern mittlerweile vertreten und unsere Zentrale ist auf dem Kirchberg, also im Geschäftsviertel von Luxemburg angesiedelt und ich bin für die Rekrutierungen zuständig. Okay, also genau das, was wir hier auch vertreten, also für Personalmanagement. Ne? Und du hast auch in der Universität des Saarlandes studiert. Jetzt wollte ich mal fragen, kannst du denn viel von der Theorie auch in der Praxis anwenden? Ja, also erstaunlicherweise mehr, als ich ursprünglich gedacht hätte. Ich habe meine Abschlussarbeit über Personalmarketingmaßnahmen geschrieben. Leider ist es in Unternehmen oft halt so, dass das operative Tagesgeschäft vorgeht, sodass man nicht immer so die Zeit hat, längerfristig strategische Sachen umzusetzen, die man vielleicht an der Uni gelernt hat. Aber insgesamt, finde ich, bietet es
Uni-Studium eine gute Grundlage, einfach auch gewisse Dinge zu hinterfragen. Und so nach und nach, denke ich, wird man auch mehr umsetzen können. Also einiges konnte ich mit Sicherheit anwenden, anderes ist in der Praxis ein bisschen anders als in der Theorie. Du hast ja auch hier beim Speed Networking teilgenommen. Was für dich erfolgreich? Ist das gekommen, was du dir erwünscht hast, erhofft hast? Ja, es war anstrengend vor allem. Also ich komme gerade aus Luxemburg, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und dann alle 3 Minuten sich nochmal vorzustellen, einen neuen potenziellen Geschäftspartner kennenzulernen. Es war anstrengend, wahnsinnig interessant. Mhm. Ich glaube, ich werde die halbe Nacht noch drüber nachdenken, mit wem ich alles gesprochen hatte heute Abend. Sehr viele interessante Kontakte gerade bezüglich Werbeagenturen, die vielleicht auch ein paar Tipps gegeben haben, wie ich das Marketing, das Personalmarketing noch ein bisschen vertiefen könnte. Vielleicht werden wir da in Zukunft zusammenarbeiten. Aber auch so Kollegen, die direkt eine ähnliche Aufgabe im Unternehmen waren wie ich, auch im Personalmanagement tätig sind. Also es war sehr interessant und ich denke, wir werden nachher noch ein bisschen weiter diskutieren. Dann wünschen wir dir jetzt noch viel Spaß in der restlichen Zeit und genieß den Abend. Ciao. Ein ereignisreicher Abend geht zu Ende, war anstrengend, war lang, war aber auch auf jeden Fall spannend und hat Spaß gemacht. Haben viele nette und aufschlussreiche Leute kennengelernt. Oder was hast du dazu zu sagen, Sabine? Ja, war ein klasse Abend. Alles klar, zurück zum Studio. Ja, das scheint ja am Schluss ganz lustig bei euch gewesen zu sein. Ja, also es war feuchtfröhlich am Schluss, hat aber super viel Spaß gemacht. Das glaube ich. Aber wer feuchtfröhlich feiern will, für den haben wir morgen auch noch was. Und zwar ist nämlich morgen Primärfest. Ja, auf jeden Fall hingehen. Nämlich die Gastronomen vom St. Johanner Markt öffnen den ersten Wein für dieses Jahr, den sogenannten Primeur. Genau. Und das wird, denke ich, eine ganz interessante Veranstaltung auf jeden Fall. Also wir sind auch alle am Start hier von Orga TV. Und genau, ja. Los geht's um 19 Uhr und ist auf dem Markt direkt sind Stände aufgebaut und dann geht's ordentlich. Genau, und wer danach nicht genug hat, kann auch zur Sportlerfete gehen. Die findet im 7 statt. Ab 22 Uhr ist Einlass. Ja. Genau. Wer dann noch nicht genug hat, geht dahin feiern, denn Sportler sind ja auch meistens trinkfest und feierfreudig. Ja, und dann am Wochenende haben wir auch noch 2 Veranstaltungen im Angebot. Einmal im Passion Club, Back oder Black to America, ist eine Veranstaltung, ja, ich nehme an, wahrscheinlich Hip-Hop, ja, also alles Black Music. US-lastiger Black Music. Und dann Schleudergang, das ist, glaube ich, ein ganz neues Konzept, das im 7 stattfindet. Mhm. Und zwar ist hier Schleudergang wegen den verschiedenen Musikrichtungen, also hier wird alles zusammengemixt. Und Besonderheit ist, da wird eine Küche verlost, also eine Einbauküche. Also für viele Studenten wahrscheinlich sehr hilfreich. Auch wir könnten eigentlich eine Küche gebrauchen, ja, hier drin. Ja, das Studio ist immer noch ein bisschen leer. Da müssen wir was Feines zu essen kochen oder genau. Also ein neues Live-Kochshow-Format machen, ja. Ja, genau. Was wir noch haben, ist die Ankündigung von der Nico-Fete. Die ist am 3.12. findet die statt. Karten gibt es ab morgen zu Kamera kaufen. Und zwar, das sind diese Early Snoop-Tickets. Zum Preis von 6,50 Euro gibt es zu kaufen am St. Johanner Markt, also SR am Markt. In der Mensa und von 12 bis 14 Uhr immer im Audimax, genau. Oder beziehungsweise im Gebäude. Und wie immer ermahnen wir euch nochmal, die Karten so früh wie möglich zu kaufen, denn sie sind schnell vergriffen, wie genau. Auch bei der Asterfete. An der Abendkasse kosten sie dann 9 Euro, die von der Nico Fete. Und sind auch noch 300 übrig. Sind die restlichen 300. Und es findet auch wie immer im Gebäude B41 statt. Dort, wo der Audimax ist. Auch Specials gibt 3 Floors, also von Rock über Haus bis hin zu diesem Team-Rhythmus-Gymnastik. Da wird auch von der Nico Fete ein Trailer hochgeladen bei YouTube. Das scheint vielversprechend zu sein, ja, diese noch Gruppe. Zwei Sachen schnell, bevor wir unsere Sendung zu Ende ist. Also ihr könnt immer noch bei Facebook abstimmen, welches euer Lieblingscafé ist. Einfach dort bei der Abstimmung machen. Haben sich noch nicht so viele beteiligt. Wäre schön, wenn ihr euch auch noch genau, beteiligt. Genau, auf orga.tv.tevau. Genau, und das war es jetzt auch schon wieder. Und noch eine Minute. Wir haben noch eine Minute. Wir sind froh, dass es heute kein technisches Problem gab. Wir möchten uns nochmal für die Sendung letzte Woche entschuldigen, in der unser PC abgestürzt ist. Deswegen waren wir ein bisschen in Verzug, genau, und mussten etwas länger reden als eigentlich geplant. Genau. Kann vorkommen, ne? Heute Gott sei Dank ohne Panne. Ohne technischen Problem. Die Beiträge wurden ja alle gut gezeigt. Das haben wir ja nächste Woche.
Nächste Woche für euch haben wir im Programm den Fakultätskarrieretag, wo der ich heute war heute, genau, und einige Dauerschreiber ergattert habe. Dafür ist der immer gut, auf jeden Fall. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Den Manuel Antrag Beitrag, genau, Buchvorstellung. Und, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir wünschen euch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche. Und bis nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.